Die Rems-Murr-Rundschau in 100 Sekunden. Herzlich willkommen, mein Name ist Güla Alpaslan und das sind die Themen am Mittwoch. Kathis Bistro in Winnenden vor dem Aus. Früher als geplant will Wirtin Kathi Spataro die Kulturkneipe im Winnender Olympiakino schließen. Die Corona-Pandemie habe nur indirekt damit zu tun. In 2 Jahren wird Spataro 70, dadurch stünde ohnehin ein Pächterwechsel an. Corona führte bei der Hausbesitzer und Kinofamilie Eppler allerdings zu erheblichen Einnahmeausfällen. Deshalb wird das Gebäude nun verkauft. 100 Arbeitsplätze nach Eisele-Insolvenz in Waiblingen auf der Kippe. Nach der Insolvenz des Waiblinger Familienunternehmens Eisele Pneumatics stehen Jobs von 100 Mitarbeitern auf dem Spiel. Auf der Suche nach einem neuen Investor setzte sich die Hen Group aus Österreich durch. Der Verkauf steht allerdings noch unter einem Vorbehalt. Im Kaufvertrag ist vorgesehen, dass auch der Firmensitz in der Lise-Meitner-Straße im Gewerbegebiet Eisenthal verkauft wird. Stimmt Hen nicht zu? Platzt der Deal. Parkchaos rund um die Rodelhänge in Spiegelberg und Groß-Erlach. Ein zu großer Besucheransturm auf die Rodelhänge und wilde Parkerei haben am vergangenen Wochenende in Spiegelberg und Groß-Erlach für Chaos gesorgt. Autos seien kreuz und quer in Wiesen, Feld- und Waldwegen geparkt worden. Rettungsfahrzeuge kamen nicht mehr überall durch. Die Bürgermeister appellieren nun an die Besucher, sich auf die verschiedenen Hänge im Schwäbischen Wald zu verteilen und nicht zuhauf auf die bekannten Pisten anzusteuern. Ausführliche Informationen zu den genannten Themen finden Sie auf zvw.de. Vielen Dank fürs Zuhören.